Mein erster golftechnischer Stopp in Dubai war der Emirates Golf Club, eine Anlage mit zwei Kursen. Der Auserwählte dieser beiden war The Faldo, da dieser auch Licht ins Dunkel bringen konnte. Eine neue LED-Beleuchtung schuf nachts eine tolle Atmosphäre und leuchtete den Platz mehr als ausreichend aus. Zudem sorgten die nächtlichen Temperaturen, etwa 36 Grad, für eine entspanntere Akklimatisierung als unter Tag bei deutlich mehr als 40. Eine neue Welt für mich war das Serviceniveau. Das Bag wurde aus dem Taxi geladen und bekam es erst wieder zu Gesicht, wenn man sein obligatorisches Card in Empfang nahm. Nach der Runde dasselbe Spiel in umgekehrter Abfolge. Von Begrüßung über Bestätigen der Runde bis zum Starter, alle sehr freundlich, zuvorkommend und in fließendem Englisch unterwegs. Handtücher, gekühltes Wasser, Tees, Pitchgabeln und auch die Granulatspender zum Ausbessern der Divots gehörten zur Ausstattung des Karts. Ballpyramiden auf der Range, die Rasenabschläge bot, waren ebenso inkludiert. Die Übungsanlagen ebenso wie der Platz zeigten sich in gutem bzw. perfektem Zustand. Die Runde wartete neben unzähligen Fotolocations mit Dubaier Skyline, schön ins Spiel kommende Wasserhindernisse, auch mit einem großen Anteil an Waste Areas auf, welche meine Ballverluste zum Glück in Grenzen hielten. Positiv ist ebenso hervorzuheben, dass jederzeit ein zügiges Spiel möglich war. Die Marshals hatten stets ein Auge darauf, ohne aufdringlich oder unfreundlich zu werden. Wer es über Wasserhindernisse und Waste Areas geschafft hatte, wurde mit perfekten, schnellen und spurtreuen Grüns belohnt. Da wir den Übergang von Tag und Nacht miterleben wollten, starteten wir gegen 17.30 Uhr. Nach einem netten Plausch mit dem Starter, der mir angesichts meiner fehlenden Platzkenntnis eher die vorderen Tees empfahl. Etwa bei Halfway war der Wechsel von Tag auf Nacht dann vollzogen und es stellte sich eine komplett andere Atmosphäre ein. Der perfekt angelegte, leuchtend grüne Kurs des Tages wich einer atemberaubenden Gesamtkulisse, deren künstliches Licht den Effekt wie Bühnenspots noch verstärkte. Entlang des Kurses fanden sich viele Wasserspender, die untertags auch wirklich nötig waren. Auch erstmaliges Spiel des fremden Platzes wurde durch die sehr gute Beschilderung leicht gemacht. Und so ging diese tolle Runde und außergewöhnliche Erfahrung mit sehr netten Flightpartnern, die auch mehrmals bereit waren, bei den Selfies behilflich zu sein, viel zu schnell vorbei. Die Erinnerung wird aber für sehr lange Zeit vorhalten. Die Kosten beliefen sich auf 109 Euro, vorab gebucht im Reisebüro für Green Fee bei Nacht, inklusive Card, Übungsanlagen und Bällen. Als Fazit: ein einzigartiger Ort mit toller Atmosphäre und einem Zustand nahe der Perfektion, der jederzeit eine Reise wert ist.